Muss ich den bei ihm wieder anbringen, weil ich ihn runtergeschlagen habe? Hier ist ja auch nichts, wo es Sinn ergeben würde. Oder? Nee. Ich war mir nicht sicher, dass das so funktioniert. Oh! Ich könnte daraus etwas herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Das heißt, wir bauen jetzt eine Tür bei dem Brunnen. Also zuerst eine komplette Tür herstellen. Meine eigene Tür ist abgeschlossen. Ja. Interessant. Dann sperren wir die eigene Tür auf. Und jetzt ist da ein Loch im Brunnen. Es ist echt faszinierend. Dann gehen wir mal rein. Suchen unseren Mr. Midnight. Zuerst noch was trinken. Alles klar. Okay. Ob es so ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert. Und diese Küche hier erinnert mir an Little Miss Fortune. Ich glaube, die haben sie dann recycelt. Wieso haben wir... Wir haben einen Katzenhut auf. In einem Katzenbett. Die zwei schauen ein bisschen aus wie aus The Shining. Wollen die jetzt mit mir spielen? Da ist ein Botschaft. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und frisst dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesen Damen. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl. Ein Kopf von einem Menschen. Es macht echt Spaß zu sehen, was die Leute zu Hause haben. Kann man da... Okay, wir haben das Fenster zugemacht, keine Ahnung warum. Feuerholz. Okay, da ändert sich jetzt gleich komplett die ganze Szenerie mit den Drogen. Hallo, kleines Baby. Eine geheime Flasche mit Geheimnissen drin. Alles klar. Wieso sind... Ah! Jetzt haben wir die Pillen, jetzt haben wir wieder im tatsächlichen Brunnen. Und schönen Abend, Zaubi. Okay. Das mit den Pillen kommen wir jetzt zurück in die Realität und wir sind tatsächlich im Brunnen. Okay, soweit kann man nicht springen. Das heißt, wir brauchen irgendein Holz, dass wir dann zur Flasche kommen. Und jetzt sind wir wieder in der Fantasiewelt. Ja, das Einhorn hatte recht. Okay, was haben wir hier? Wir brauchen irgendein Holz, irgendein Brett oder so. Reichholz, ja, okay. Wasser. Wir haben aber nichts, wo wir Wasser reinschütten könnten. Ja. Ein Stuhl.
Achso, jetzt haben wir wieder im Brunnen. Also hier gibt es sonst nichts. Fenster ist abgeschlossen. Gehen wir da rein. Alter, was träumt ihr da bitte zusammen? Oh, das sind die zwei Iren, die Clara und Mia, vermute ich mal. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Ja, warum nur? Okay. In der Teekanne ist gar kein Tee. Frechheit. Holz. Feuerholz. Wir haben eine Vase mit Asche. Verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ja, ihm fehlt ein Kopf. Der Kopf, der hängt da schön. Schauen wir mal rauf. Noch ein Besen. Oh, wir haben den Besen nicht bekommen. Ich habe was vergessen, wir müssen nochmal runter. Wir müssen noch. Achso, na, mit der Pille kommen wir ja nur in den Brunnen, haben wir gesagt. Einen schönen Abend, Horror Freak Show. Freut mich, dass du reinschaust. Was haben wir denn in der Schublade? Schwarze Kerzen. Okay. Ein Monster. Ein Monster, das Ziegen mag. Die neue Beschreibung für den Fornlek Channel wurde geboren. Okay. Ah. Hätte man jetzt nicht gedacht. Kommen wir da jetzt in eine andere Ebene des Brunnens oder. Oh, ich falle. Okay. Schön. Wir werden das Spiel durchspielen, ja, Horror. Und das Spiel spielen wir aber jeden Donnerstag. Also ich habe drei verschiedene Programmpunkte. Dienstag, Donnerstag, Sonntag sind wir immer live. Und Donnerstag wird es Franbo gespielt. Immer von 19 bis 22 Uhr. Das Parfüm riecht wie Teenager. Die Spielzeuge sind so hässlich. Hallo Puppe. Noch mehr Kerzen? Bäh, das ist das Monster. Und so viel Blut. Ja, und danke für dein Follow, Horror. Freut mich. Ein Spiel. Ein kleines Schlüsselloch, aber wir haben ja noch keinen Schlüssel, ne? Schau mal rauf. Oh, hier ist es finster. Passt nicht an, bevor ich sehen kann, was es ist. Ja, das habe ich mal gedacht. Oh. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das nicht verwenden können. Ich war mir jetzt eigentlich echt sicher, dass wir Streichhölzer mit Kerzen kombinieren. Füllen wir mal die Vase mit Wasser auf. Weil dafür haben wir es ja eingeschaltet, vermute ich mal. Das würde die Asche ruinieren, das ist mir doch egal. Können wir etwas kochen? Aber da hätten wir ja Holz, wir brauchen Holz. Oder reicht uns der Besen? Glaubt uns, reicht der Besen. Ja, geh rauf. Muss ich echt jede einzelne anklicken. Alter, du bist belastend. Willkommen in der Realität. Besen. Jaha. Oh. Schlechte Idee.
Ich kann jetzt nicht mal was damit machen, oder wie? Kann es anzünden? Keine Ahnung, ich will jetzt irgendwas anzünden. Wir haben Besen kaputt gemacht. Mache ich jetzt? Warum ich diese Buntstifte habe, nach wie vor habe, verstehe ich auch nicht. Ich muss die Kerzen irgendwo aufstellen, weil sie will ja nicht ihre Handtasche verbrennen. Oder kann ich die Kerzen direkt beim Feuer anzünden? Nee. Okay. Eine Überlegung war es ja wert. Hier können wir eh nichts sonst machen. Und hier haben wir eigentlich noch gar nichts gemacht, gell? Eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Aber sonst gibt es darin nichts, oder? Ein Spiegel ohne Spiegelbild. Ich schätze mal, der Raum war für die Pinzette gedacht. Oh. Geistermädchen Nummer 1. Freut mich. Das Haus ist doch nur eine Illusion. Oh. Da gibt's Licht. Gefunden. Oh Mensch, bin ich doof. Das ist ein großer Regenschirm. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Ihr werdet nicht mehr aufstehen. Ganz viel Kleinkram. Puppe. Ein Skorpion. Okay. Sind die zwei Damen schon tot? Sind das die zwei Damen? Wer ist deine Schwester? Oh, sie haben eine Hab-mich-lieb-Jacke. Und ein Füchschen. Yo! Alles klar! Läuft. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Unsere Katze, oder wie? Brand, Mr. Midnight, keine Angst, ich bin hier. Brand, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich! Ich bin es. Komm näher, bitte. Lass mich dich ansehen. Unsere Katze ist wieder da. Yay! Ja, danke, Torben. Genau darauf ist mein Schokobon. Wir haben unsere Katze gefunden. Und danke, Zaubi, für das nächste Schokobon. Wir haben unsere Katze wieder. Wie ich sie vermisst habe. Kaum habe ich es gesehen, hatte ich schon eine emotionale Bindung zu ihr. Ja, das Baby war jetzt ein bisschen creepy. Fenris hat sie geschrieben. Mein Blick, der war gerade unbezahlbar, glaube ich. Unglaublich. Oh, ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Das klingt zu einfach. Irgendwas stimmt da nicht. Mein geliebtes Kätzchen, ich wusste, ich würde dich finden. Ich liebe dich so sehr. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen. Aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Bran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum.
Nicht müde sein, Katze? Nein. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Bran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, hab ich. Du hast gesagt, ich solle die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns, zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Ist es gut oder schlecht? Ist es jetzt der Dämon oder der weiße Geist? Was glaubt ihr? Ist es mal mein zweiter Schokobo? Dankeschön. Wirklich? Was für eine Präsenz. Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Also doch der weiße Geist. Nun, was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Bran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal. Ich versuche den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Jetzt wirkt gerade alles viel zu einfach auf mich. Da kommt ja sicher irgendein Plottwist oder sonst was. Egal, wir müssen einen Schlüssel finden. Und Geist Nummer 2? Genau, da haben wir eh nichts mehr. Oh. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Tut mir leid, aber ich verstehe kein Wort. Bran Bow, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch, sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat, richtig? Alter, sind die beiden creepy, ey. Langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, ich wäre jetzt zu Hause bei Mami und Papi. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Ja, aber der Schmerz ist zu groß. Ich sehe keine Lösungen. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Dann fühlst du dich gleich besser. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese Dinge über mich erzählt? Hast du Angst, kleine Fran? Ein bisschen. Es ist komisch, wie ich hierher kam und dieses Gespräch verwirrt mich. Du hast doch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig fandest, hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir erzittern? Ich bin nicht ruhig. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin kein unhöflicher Mensch. Du willst ihn zurück? Ja, bitte. Ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug, rauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Und ich tötete einen Käfer und das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ich erinnere mich an nichts,
Ah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war, bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonius Haus. Sie mögen Bären. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich bin 10 Jahre alt. Aber ich werde bald. Aber bald werde ich 11. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du, also musst du uns gehorchen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unseren Namen gefragt. Wie unhöflich. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen ohne Familie. Ich bin nicht dumm und ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Alles klar. Ich weiß echt nicht, ob die zwei einfach nur irre sind oder was da abbrennt. Aber ich will nicht, dass wir bis zum Mitternacht was machen. Lieber sagen wir, wir kuschen vor ihnen. Ja, ich tue, was immer ihr verlangt. Gut, jetzt hör gut zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau, sonst können schreckliche Dinge passieren. Achso. Warum machen sie es nicht selbst? Das ist eine gute Frage. Warum könnt ihr es nicht selbst tun? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Mädchen in verschiedenen Körpern. Aber warum seid ihr jetzt so, wie ihr seid? Eines Nachts, vor langer Zeit, erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist und er wird es bereuen. Also ist der weiße Geist doch kein guter Geist? Keine Ahnung. Das klingt sehr gruselig. Aber ich denke, ich muss es tun. Für mein Kätzchen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. In der Zwischenzeit kannst du mit deiner Katze sprechen gehen. Aber wir lassen ihn noch nicht frei. Wage es nicht, den Käfig zu öffnen. Wenn du uns hilfst, helfen wir ihm. Danke, ich gehe und spreche mit ihm. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du? Du dummes, dummes Mädchen. Alles klar! Das heißt, wir sprechen jetzt mal mit unserem Mr. Midnight und dann schauen wir auf diesen Ritualbeschwörungszettel. Oh, Fran, hast du den Schlüssel schon? Nein, mein Liebling, tut mir leid. Diese Mädchen sind gruselig. Sie wollen mich nur benutzen. Sie haben mir Haar abgeschnitten und etwas Blut abgezapft. Das ist schrecklich. Ich glaube, das ist für das Rezept. Ich glaube, es sind Hexen, verrückte Hexen, wie in den Geschichten, die wir so mögen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, Fran. Was haben diese Mädchen dir gesagt? Sie haben mir gesagt, sie waren vorher nicht zusammengenäht. Und dass sie Rache an dem nehmen, der ihnen das angetan hat. Und sie zeigten mir den Schlüssel. Ich bin mir sicher, er ist für den Käfig. Sie verkörpern das Böse. Ich meine, jemand hatte einen Grund, das zu tun. Wir müssen wohl Böses mit Bösem bekämpfen. Es muss etwas geben. Etwas, vor dem sie sich fürchten.
Ich weiß nicht. Mal sehen, was ich finden kann. Wir sehen uns bald, mein Liebling. Alles klar. Dann schauen wir mal auf den Zettel, was der so Schönes zu uns spricht. Den alten verlorenen Jungen beschwören. Verloren in der Dunkelheit. Verloren in Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Was brauchen wir? Das Herz eines Frosches. Den Kopf einer jungen Jungfrau. Haar und Blut einer schwarzen Katze. Ein Pentagramm aus Asche. Die verkohlte Leiche eines Fuchses. All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Manambu, Zaxnei, O Manai. Ir Quante, Ir Bure, Esh, Ibure Mon. Kaxnei, Mabuka, Ibure, Fiver, Fiver. Okay. Ich will ja nichts sagen, liebe Zauberziege, aber da hängt schon ein Fuchskopf. Also, dem brauchen wir nichts mehr tun, der ist schon. Ist der Kopf der Jungfrau unser Kopf? Wir brauchen einen Frosch. Asche haben wir ja in der Vase. Und die verkohlte Leiche eines Fuchses. Das heißt, wir brauchen seinen restlichen Körper. Und einen Frosch. Wo kriegen wir denn einen Frosch her? Gibt's eher nichts Neues, oder? Nö. Wenn ich jetzt aber da runterfall. Ja, meine Flasche. Ich weiß auch immer nicht, wie wir zu der Flasche kommen. Das wird eins der großen Rätsel werden. Ist da irgendwas drin? So ein Fuchskörper vielleicht oder so? Ja, hallo? Ja, Mädchen, du wirst deine Pillen auch nicht mehr brauchen. Fenster ist offen. Okay.